Hallo von Philipp und mir. Wir haben gesehen, ihr trainiert fleißig und habt schon einige Übungen bekommen. Wir wollen euch jetzt auch mal ein paar Übungen vorstellen, die ihr zu Hause machen könnt, um fit zu bleiben oder fit zu werden. Viel Spaß dabei. Also, wir fangen an mit einer Trizepsübung. Der Philipp liegt schon in der Ausgangsposition. Wichtig hierbei ist es, die Beine die ganze Zeit am Boden zu halten, versuchen stabil zu bleiben, nicht so viel zu wackeln. Darauf zu achten, dass die Hüfte dauerhaft Bodenkontakt hat und dass man möglichst ohne Schwung aus dem Oberkörper nur aus dem Arm sich hochdrückt. Genau. Von der Übung würden wir empfehlen, 15 Wiederholungen zu machen. Wenn möglich, 3 Durchgänge, aber 2 sind auch in Ordnung. Das ist eine relativ intensive Übung, weil sie schon speziell nur auf den Trizeps geht. Was nicht ganz so leicht ist. Die nächste Übung, die wir haben für euch, ist der sogenannte Superman. Das ist eine Rückenübung für den unteren Rücken. Bei der Übung ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Fußspitzen und die Knie den Boden berühren während der Ausführung, dass man Spannung im Po hat und genau, eine saubere Ausführung hat, nicht zu schnell das Ganze macht, sondern sich ruhig Zeit lässt und versucht, ohne Schwung aus dem Kopf zu arbeiten. Von der Übung würden wir empfehlen, 30 Wiederholungen zu machen, 3 Durchgänge. Aber auch da kann jeder gucken, wie er es schafft. Wenn er nur 2 Durchgänge schafft, ist es auch okay. Die nächste Übung im Programm ist Bridging, davon 20 Wiederholungen, auch versuchen 3 Durchgänge. Hierbei darauf achten, dass man Spannung im Bauch hält, nicht überstreckt, sondern nur so weit, dass komplett Spannung auf dem Po ist. Die Fersen in den Boden stellen, die Schultern immer ablegen, möglichst ruhig bleiben dabei und wirklich die ganze Kraft nur hinten aus dem hinteren Oberschenkel und aus dem Po nehmen. So wie der Philipp das auch gut vormacht. Wem das zu leicht war oder zu leicht ist, wer da etwas fitter ist schon in dem Bereich, der kann auch einbeiniges Bridging machen. Das bedeutet, dass versuchen, das nicht belastete Bein 90 Grad anzuwinkeln und nur mit einem Bein zu arbeiten. So, die nächste Übung, die wir haben, ist eine Kraft- und Beweglichkeitskombination. Es ist der Handwalk. Genau. Genau. Bei der Übung versucht man aus dem geraden Stehen so weit runter wie möglich mit den Händen den Boden zu berühren. Einmal kurz runtergehen in die Liegestütze hoch und dann genau andersrum mit den Füßen wieder nach vorne zu den Händen zu wandern, was natürlich die hintere Oberschenkelmuskulatur aufdehnt